Juli hat die Verhungerung. Und Corona, richtig. Das auch noch. Juli hat die Verhungerung. Oh, hier gibt es keinen Fisch mehr, natürlich nicht. Wie viel haben wir denn? Okay, das ist auch gut. Natürlich mit. Ich weiß nicht, ob wir damit auch kochen können. Ich weiß gar nicht. Gehen wir richtig? Ja. Wow! Du hast gefunden, Bär. Ja, super, will ich aber nicht. Ich habe ein Gewehr mit, aber ich habe kein Dings mit. Alter, ich bin ganz trocken, Junge. Oh nein. Es ist alles weg. Den zuletzt gespeicherten Spielstand laden. Ist das, was wir heute gemacht haben, alles weg? Oder hat er zwischengespeichert? Speichert er eigentlich zwischen? Also wenn er jetzt nicht zwischengespeichert hat, dann habe ich den Kotz nicht richtig ab. Danger hat geschrieben, er würde tatsächlich gleich nochmal erwähnen bezüglich hier Weltrekord und so. Er ist nämlich live. Soll er machen. Alter, bin ich aber gespannt jetzt. Ich antworte den gerade mal. Das ist ja richtig assi-eggy, oder? Okay, wir haben eine Angel. Okay, ich glaube, viel ist nicht weggegangen. Ah, doch, wir haben das Fleisch nicht, ne? Doch, da. Auch so viel ist nicht verloren gegangen. Sorge, Brennholz. Wintervorbereitung. Frische Eier, Sammelhühnereier.
Ich mache jetzt. Ich fahre nochmal. Ich flitze. Ah, da müssen wir hoch. Ah, ärgerlich. Da gehen wir zu Fuß hoch. Alter, der Bär war krass, ey. Da gehen wir einmal zu Fuß hoch. Bei dem Punkt hatten wir vorm. Nach dem. War ich in erster Reihe. Blöde. Blöde. Kilometer noch. Naja, oh, da hast du aber ganz gut, da hast du aber richtig gut Gas gegeben, wa? Da hast du aber Kette gemacht. Oh yeah. Papa Digi. Tomio TV. Samali 2014. Hallo Vanetta. Oh, was ist denn hier Schönes? Ach, er ist nicht da. Ah, natürlich nicht. Ist er nachts? Oh no. Ah, doof. Ja, komm, wir haben ja jetzt den Reisepunkt. Können wir uns kurz hinlegen? Ja, die sind ja jetzt, die sind ja hier nicht drin, Eggy, die Follower. Das ist es ja, weil er hat das ja in seinem Dings erwähnt. In seinem Live und die suchen mich dann halt und klicken dann einfach nur auf Folgen. Also der vom letzten Mal halt, ne, der hatte das erwähnt, wieder mit dem Weltrekord. Der hier auch diesen Raid gemacht hatte. Genau. Jetzt haben wir eine Stunde gepennt, ne? Na komm, wir müssen eigentlich noch eine Stunde. Das ist. Michel. Oh Gott. Warte mal ganz kurz. Okay, 75. ORC Hülkenberg. Okay, Fisch. Der Fenris Wolf. Hentor. Habe ich die Angel? Ja. Ja gut, viel Geld werden wir dafür von denen nicht bekommen. Also der Bär war krass. Auf 3. Hier ist die Obertrüppelung der Bär. Mm-hmm.
Ach, verdammt, habe ich nicht darauf geachtet. Oh ja. Da hat er recht. Oha. Oha. Ayala. Hier ist die Obertrupetation der Berg. Fang einen kleinen Fisch. Vanetta, alles gut bei dir? Bist du noch da? Was geht, ob es überhaupt kleine Fische gibt? Na gut, da haben wir halt was für uns zu futtern. Auch wieder so ein Riesending. War das der gleiche? Nee. Wels, Belugastör, Gesundheit. Nein, noch Kaffee? Nee. Ja, geh schon irgendwie. Bin semi anwesend. Ja, alles gut. Ich wollte mal nachfragen, weil es schick ist soweit. Oh Gott, was ist das für ein Name? Naja, geht so. Na, es hört sich nicht so gut an, ne? Kann das sein, dass man hier nur Riesenfische kriegt? Oh Gott, das brechen wir ab. Das ist mir zu viel. Hatte er nicht auch gesagt, im Fluss? Können Sie hier nochmal versuchen? Aha. Sehr gut. Im Helm sieht man das gar nicht, dass die Angelschnur rot wird. Na, das müsste doch einer sein. Okay. Das kann ich auch mal so auf vor, das geht hier. Hundert, naja, immerhin. Ja, das ist jetzt erstmal egal. Handeln wir. Reifen kriege ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, ein Fahrrad kaufen? Nee. So, das haben wir ja auch noch nicht gekauft. Also das ist ja jetzt wieder weg, stimmt ja.
Eine Rohrzange brauchen wir bestimmt auch. Mein Bruder ist erstmals für ein paar Monate weg, damit das Problem mit meiner ach so tollen Familie endlich geklärt und Sorgen zu haben. Und wo ist er hin? Also jetzt nicht exakt, aber so grob. Wie repariere ich den jetzt? Kann ich nicht die Teile, die ich habe, schon dafür verwenden? Ja, dann müsst ihr das doch da irgendwo anbauen können. Toll. Ist ja doof. Das ist natürlich richtig doof. So. Was hatte die denn da oben nochmal? Sehr schön. Zwiebeln. Die kaufen wir einfach gleich mal alle. Haferkörner, Weizen. Sehr gut. So, wie machen wir das jetzt weg? Wie entfernen wir den? Ich reife für die Ernte. Guck mal die Sense. Ja, genau, mit einer Sense habe ich mir auch fast gedacht. Die Sense erst hier oben reinlegen. Ja, ist die Zwiebeln auch weg da. Na, ist egal. Nee, die Strohpacken hier hin. Gucken, na gut, jetzt haben wir natürlich gar kein Geld mehr, ne? Aber ob wir vielleicht nochmal ein Hühnchen besorgen uns. Ein Huhn, dass wir ein paar mehr Eier bekommen. Die kommt hier auch erstmal wieder mit rein.
Hey, das gibt's doch nicht. So hat man das doch vorher auch gemacht, oder nicht? Und dann haben wir diesen Kompost draufgeworfen. Ich ziehe das auch immer da unten rein. Ich gucke. Hat er doch. Geht das jetzt? Vielleicht, weil es Winter ist. November kann sein, dass es da vielleicht zu hart ist, der Boden, okay. Zwiebeln. Verdammt, da oben sollte gar nicht. So, was haben wir? Man sieht es auch. Ja, doch, ein bisschen. Erbsen.